Sie kommen alle wieder zurück. Diejenigen, die glückliche Lehrjahre verbrachten. So auch Träger einer Haube von 14 Punkten und eines Michelin-Sterns, Harald Riegel. Also angefangen habe ich hier als Kellnerlehrling, ja, ein Jahr lang. Und dann hat mich der Herr Nell in die Küche gesteckt. Und das war so um 85, ja. Ah, er hat sie in die Küche gesteckt? Ja, ja. So. Na ja, als junger Mensch weiß man noch nicht, wo man hinkommt, ja. Aber ich habe dann sofort gewusst, kochen, das ist meins. Ja. Bekannt ist Harald Riegel für seine leichte mediterrane Küche. Fein abgeschmeckt, mit frischen Kräutern und exquisiten Ölen. Das sind so Lammspieße. Die machen wir auch dazu, auf einem Rosmarinpüree. Und wie gesagt, ich koche halt mit vielen frischen Kräutern. Ja, das ist halt diese mediterrane Küche. Und das macht mir irrsinnig Spaß. Ja. Ja, wichtig ist beim Fleisch immer, man darf nicht zu heiß, ja, das Ganze zu heiß anbraten. Ja, weil sonst ist es außen trocken und innen roh. Ja. Eher mit der Temperatur runtergehen und das schön langsam ziehen lassen. Ja. Das ist ganz wichtig, ja, beim Rosabraten, ja, damit wir eine schöne rosa Kerntemperatur haben. Ja. Der Herr Walcherberger ist ein alter Freund von mir. Wir haben eine ganz tolle Freundschaft entwickelt und das ist toll, wenn man der halt hilft. Und das ist ganz Gas, wenn man mit einem Harald Riedl wieder mal kochen darf, nach so vielen Jahren wieder, muss ich ehrlich sagen. Das hat einen Griff. Aber zu viele Köche verderben doch den drei Wiesen. Nein, wir haben schon unseren Takt, haben wir schon. Also der Takt gibt schon einen Harald Riedl an. Ja, ja. Also einer muss ja der Chef sein, oder? Man muss sich ein bisschen fügen, ne? Ja, ja. Und der den Takt angibt, sagt auch, was auf die Karte kommt. Man höre und staune, Bodenständiges wie ein gutes Schnitzel mit Kartoffelsalat. Bei welchem Haubenkoch gibt's denn sowas noch? Das ist ja ganz was Feines. Ja. Ein guter Erdäpfelsalat mit einem Schnitzel, das ist doch was für mich persönlich besser als eine gebratene Gänseleber. Ja. Einfach, aber gut. So auch die Anweisungen ans Personal. Gut, jetzt geht's dahin. Jetzt müssen wir Gas geben, ja, weil jetzt ist Schluss mit lustig da. Und während die Küche Riedels Hoheitsgebiet bleibt, hat draußen im Schwarzen Bären die Familie Nell alles fest im Familiengriff. Na, also ich wollte in die elterlichen Fußstapfen treten. Ich habe natürlich so gute Unterstützung gefunden mit meiner Frau. Und es ist auch eine Ehre. Also es ist auch schön, dass man das da machen darf. Die vierte Generation kommt auch ins Hotel. Den ersten Sohn haben wir schon, der zweite ist jetzt unterwegs. Das heißt, für die Nachfolger ist gesorgt. Die wachsen auch alle im Restaurant auf. Ja, unser Sohn auf jeden Fall. Also er wünscht schon brav guten Appetit und fragt noch, ob es noch ein Setterl sein darf. Also der ist schon recht aktiv bei uns. Guten Appetit wünschte man auch gleich zum ersten Gang, waren die Gäste doch schon so hungrig. Hält man sich so schlank, wenn man heute Abend bei so einem Gala-Dinner eingeladen ist? Also für heute muss ich sagen, dass ich mir den Hunger aufbehalten habe und den ganzen Tag sehr wenig bis gar nichts gegessen habe und daher auch mit dem Alkohol etwas aufpassen muss. Für den waren diese beiden Herren im Schwarzen Bären zuständig, die Brüder Sachs. Welch glücklicher Zufall, dass dieses Doppelpack nicht erst nach dem 8. Achterl erscheint. Also dadurch, dass mein Bruder überwiegend im Keller tätig ist und ich überwiegend im Verkauf, kann es doch mal durch Termindruck dazu kommen, dass wir uns gegenseitig ein bisschen ersetzen und natürlich werden wir dann immer mit dem falschen Namen angesprochen. Wie beim doppelten Lottchen, ja? Ja, natürlich. Aber keine Sorge, Sie, liebes Publikum, sehen noch klar. Verschleiert gab sich nur Hotspots-Obmann Robert Sieber im Hinblick auf das nächste Culinary Art Festival. Alles möchte ich noch nicht ganz sagen, denn dann ist der Überraschungseffekt weg. Aber wir werden einen Starkoch aus Hongkong haben und einen sehr berühmten Spanier. Das ist aber streng, mehr wird nicht verraten. Mehr wird nicht verraten, denn sonst, das passt sonst in das Konzept nicht hinein. Ich darf die Dramaturgie nicht zerstören. Dieses Geheimnis wird also noch gehütet. Wir lüften aber bereits, welchen Koch Sie nächste Woche zu sehen bekommen. Christoph Brunhuber kochte beim Oberwirten in St. Magdalena. Bis dahin lassen Sie es sich schmecken, egal wer heute Ihren Kochlöffel schwingt.